So. Hier kann ich dann jetzt hier ansetzen. Das brauche ich nicht. So, ne, geh mal her. Genau. So. Gott, wie viel Sand das hier auch ist. War unglaublich viel. So, wie mache ich das jetzt hiermit? Ich muss es irgendwie hier hinten abstecken. Besten wäre es ja so, aber okay, da kann ich nicht mehr, hier kann ich noch. Hier kann ich nicht mehr, oder? Doch, hier kann ich noch. Hier kann ich nicht mehr. Gut. Ist ein bisschen umständlich, die Methode, aber so haue ich mir wenigstens das ganze Wasser mal raus. Wenn wir den Sand gleich haben, mache ich daraus Glas. Aus Glas mache ich dann die Fenster, für oben schon mal das Haus. Dann reiße ich hier gleich noch irgendwo ein paar Bäume ab. Hier so Dinger zum Beispiel. So, wenn ich dann die Dinger hier auch abgerissen habe, dann kann ich zumindest schon mal guten Gewissens sagen, ich habe oben schon mal safe und oben schon mal so eine Art von Häuschen. Das Lustige ist, durchs Let's Playen jetzt an sich, ich habe jetzt, ich spiele ja Minecraft, ich habe es schon öfter erwähnt, und ja, ich reite darauf gerne rum, ja schon extremst lange. Und es hat seitdem ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, hat sich nichts verändert an meinem Baustil. Es ist immer noch, ich baue mir irgendwo. Was bist du denn für ein Baum? Ich baue mich irgendwo ein, baue nach oben, baue ein kleines Häuschen drauf, das kein Stück damit was zu tun hat, was darunter ist. Das ist irgendwie, ja, cool, aber auch gleichzeitig seltsam, dass man sowas einfach beibehält. Das ist. Wir können auch mal unser Weizenlager etwas auffüllen. Also unsere Farm vergrößern. Okay, ich gehe jetzt mal hier lang, weil das mit dem Wasserfall ist zwar eine coole Idee, dauert mir aber zu lange, weil wir doch nicht so hoch bauen, wie ich dachte, dass wir bauen. Hey, das Loch muss unbedingt mal geflickt werden, zugemacht werden. So. Genau. Ne. Da. Da, da. Da, 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 da. Gut. Das wird hinten vorne nicht reichen. Ja, genau, die Steine. Ja, wie immer, sau intelligent. Brauchen noch eine Kiste. Brauchen einfach noch eine Kiste. Eine größere vor allem. Ja, was heißt größer? Es ist einfach nur eine zweite, die ich daneben stelle, damit es größer wird. Du weg, du weg, du weg. Dich brauche ich noch. Dich brauche ich, dich brauche ich. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich. Doch, dich repariere ich gleich. Dich brauche ich nicht. Dich nicht. Dich ja, dich nicht, dich nicht. Alles klar. So, kurz mal Schaufel. Scaping.
Das geht natürlich auch kein Stück dadurch kaputt. 16 Scheiben, das ist schon ziemlich nobel. Nee. Wir brauchen noch 1, 2. Also. Reicht einmal das Ganze mit drei Leitern, um da reinzukommen. Wobei die hier überflüssig ist und weg kann. Denn hier kommt jetzt diese Falltür rein. So, 16 Scheiben Glas. Joa, wollte ich drin wohnen. Auf jeden Fall. Nicht. Es sieht noch ein bisschen schnöder aus. Axt. Ach, was soll's. Hack ich halt Holz. Da könnten noch so Treppen rein. Genau. Meh, meh, meh. Ich bin jetzt schon unsere Sachen hier am rausblasen. Aber irgendwie, ja, ist nicht so schlimm. Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich hier so ein Ding reinmache und jetzt da so ein... Genau. Nein, und jetzt da so ein Ding reinmache, kann ich da noch gerade durch? Nein, kann ich nicht. Schade. Ja, das mit dem, dass man die da oben ransetzen kann, ist mir nämlich auch neu. Das habe ich jetzt neulich erst in irgendeinem Let's Play gesehen, dass man das machen kann. Also, die kann man nicht stapeln. Die kann man nicht stapeln. So. Jetzt haben wir gleich oben unsere Hütte sozusagen fertig. Wunderschön. Unglaublich hübsch. Wie gesagt, würde ich direkt drin einziehen. Oder eben auch nicht. So. Hier unten wohnt sich's doch viel gemütlicher mit so nichts und so. Gut. Hier haben wir jetzt hinten unseren anderen Weg und so einen anderen Ausgang. Wie viel Holz haben wir denn noch? 46. Hier bräuchte ich wieder Clean Stone Dinger, weil ab hier wollte ich dann schon wieder mit Steinen arbeiten. Aber dafür brauchen wir erst wieder Stones. Und die haben wir nun mal überhaupt nicht. Ich brauche unbedingt eine Mine. Unbedingt muss ich hier noch weiter runter. Ui, ui, ui. So, die Sämchen. 1, 2, 3. Und hier noch einmal abernten. Hier habe ich auch gerade noch eine Idee. Wenn ich jetzt hier hingehe und... Ja, klar, mit einer Axt. Genau. Da jetzt ein Ding reinsetzen. Und dann eine Glasscheibe vorhaue.
Jo, passt. Nehme ich hier jetzt. Genau. So, und das ist die 1, 2, 3. Na gut, ja, das zumindest hier sehr in der Mitte. Hier wäre das hier. Auch nicht schlecht. Meh. Gib mich. Ah, ich bin auch dumm. Egal. Zwei Fackeln haben wir noch. Die packen wir jetzt hier hin. Eins, zwei. Dich raus und dich raus. Das sollte von der Helligkeit eigentlich noch reichen. Da hinten brauchen wir jetzt wieder Steine. Wir könnten nach unten. Ist doch zum Heulen. So, zeig mich mal. Ja, du fackelst schön weiter. Dich brauche ich noch. Dich nicht, dich nicht, dich nicht, dich nicht. Dich nicht, wobei wir die vier mitnehmen. Was zur? Wo? Diese Geräusche machen mir Angst. Ist richtig derbe Angst. What? Ich geh schlafen. 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 Spitzhacke. Spitzhacke. Ein echter meiner. Wo kommt das her? Ist das oben? Ist das hier? Okay. Was hat dir denn wehgetan? Warum bist du denn aggro? Bist du... Din, din, din. Okay. So. Perfekt. Moment, hier ist noch einer drin. Genau. Und damit können wir die Dinger wieder zumachen. Und oben sogar noch die drei ausfüllen. Das passt genau. So, und ich würde sagen, unten ist das Glas noch am Kochen. Ist es noch am Kochen? Den warten wir jetzt noch ab. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Von mir. Und ich mache jetzt meine Aufnahmepause. Also Leute, bis gleich. Ciao, ciao.